Cassie Hummels, er ist Quereinsteiger, Son Ludwig überspringt ohne Einschulung erste Klasse. Keine Einschulung für den gemeinsamen Sohn von Cassie und Max Hummels. Der kleine Ludwig kommt auf direktem Weg in die zweite Klasse. Cassie, 36 und Max Hummels, 35, haben sich kürzlich gemeinsam hingesetzt, um für ihren Sohn Ludwig eine Schultüte zu basteln. Doch jetzt verkündete Cassie auf Instagram eine Überraschung: Ludwig, 6, wird gar keine traditionelle Einschulung haben. Stattdessen geht es für den Hummels-Spross direkt in die zweite Klasse. Bei meinem Sohn gibt es keine klassische Einschulung, da er Quereinsteiger ist. Er kommt schon in die zweite Klasse, so Cassie Hummels. Sohn von Cassie und Max Hummels geht direkt in die zweite Klasse. Da aber am Montag sein erster offizieller Schultag ist, bekommt er trotzdem eine Schultüte, so Cassie. Die sich kürzlich auch über einen möglichen neuen Partner äußerte. Damit wird Ludwigs erster Schultag komplett anders verlaufen als bei seinen Altersgenossen. Für Cassie Hummels ist der Schulstart von Ludwig nach dem Stopp ihres Buchprojekts eine willkommene Ablenkung. Cassie Hummels verrät, dass Ludwig schneller als angenommen in die zweite Klasse aufgenommen wurde. Er ist schneller in die zweite Klasse gekommen als gedacht. Dadurch, dass er auch auf eine britische Schule geht, ist das dort alles ein bisschen anders. In Großbritannien und auf britischen Schulen sind die Bildungssysteme und Einstufungen anders gestaltet. Was wahrscheinlich zu Ludwigs schnellem Übergang in die zweite Klasse geführt hat. Mats und Cassie Hummels basteln gemeinsam BVB-Schultüte für Ludwig. Cassie Hummels hatte selbst nicht mit dem schnellen Start in die zweite Klasse gerechnet. Er ist schneller in die zweite Klasse gekommen als gedacht, wiederholte sie. Trotz des ungewöhnlichen Schulstarts ohne reguläre Einschulung soll Ludwig eine Schultüte bekommen, die er gemeinsam mit seinen Eltern Mats und Cassie gebastelt hat. Mats datet mittlerweile das Model Nicola Cavanis,